da, alle sind sie da. Ich habe eben hinten, als ich da gewartet habe, mich gesammelt habe, Volker Buller getroffen, auch eine ganz alte Mitschwester. Volker, schön, dass du da bist. Ich habe aber auch mal die Gästeliste nachgeguckt, wer jetzt sozusagen nicht alle so zur VIP ist, sondern die Un-VIP-Liste. Also das sind all die Menschen wie du und ich, diese gewöhnlichen, sexuell aktiven, total potenten jungen Menschen, die also mit der etwas anderen sexuellen Orientierung und die auch alle sehr selbstbewusst leben und die, all die anderen, die auch gern so wären wie wir. Und ich habe auf die letzte Gästeliste geguckt, toll fand ich zum Beispiel, Golden Gays sind da. Das muss ich sagen, ich bin ja auch schon im fortgeschrittenen Alter, bin ja schon über 28, wie ihr alle wisst. Und die von Golden Gays, das ist ja der demografische Wandel, hat uns ja ergriffen, wir werden alle immer älter. Ab nächsten Herbst gibt es in Köln die erste U70-Party. Ja? Ich bin froh, da gehe ich hin, sonst wirst du immer nur von 100-Jährigen angegraben. Das ist doch ekelhaft, da isst man nur Frischfleisch für die. Ja? Können wir ruhig mal applaudieren, dann kann ich noch mal hier gucken. Ehrlich. Unglaublich. Aber es sind wirklich so viele Leute, das kann ich gar nicht alle auf. Als Schwestern der perpetuellen Indulgenz natürlich sind wieder da. Dann habe ich sie gesehen. Also die schwimmenden Hausfrauen aus Zürich sind dieses Jahr nicht da. Dafür sind die Amigas da, das ist das Netzwerk lesbischer Unternehmerinnen. Dann ist da die Gay Potentials. Könnt ihr mal aufzeigen, wo ihr sitzt? Weil ich wollte die Potenziale nachher mal selber überprüfen. Haben sich nur angemeldet, das war das ganze Potenzial. Und dann habe ich beim Reinkommen, habe ich extra geschnüffelt, wo ihr sitzt, schwules Landleben. Aber es hat nirgends gerochen nach Gülle oder so. Also auch, melden sich auch. Und natürlich ganz besonders herzlich an dieser Stelle möchte ich begrüßen die Leute, die mich letztes Jahr so überrascht haben. Weil es gibt ja immer noch Berufe, die haben Probleme mit dem Outing. Also sag ich mal jetzt Erzbischöfe oder Fußballer, ja. Ja. Aber nicht so. Ganz anders sind ja die Feuerwehrleute. Ich grüße die schwulen Feuerwehrleute von der Berufsfeuerwehr aus Wuppertal. Wunderbar. Die haben hier, da hinten sind sie. Die haben mir versprochen, wer irgendwas wissen will, speziell zu Schlauchfragen oder so, die sind nachher beim Empfang unten noch da, können da alles über Schlauchtrocknungen erfahren. Jetzt kommen wir zu uns allen. Ihr wisst ja, ich bin eine alte Soziologin. Ich muss immer wissen, wer ist wirklich da? Wie ist das soziologisch zusammengesetzt? Und als erstes wollte ich wissen von euch, wer in einer Zweierbeziehung lebt. Können wir alle aufzeigen, die in einer Zweierbeziehung leben? Wer lebt in einer glücklichen Zweierbeziehung? Noch mehr. Wer lebt schon länger in einer glücklichen Zweierbeziehung? Sagen wir mal, länger als 6 Wochen. Länger als 10 Jahre. Länger als 15 Jahre. Länger als 50 Jahre. Gott sei Dank, ehrlich. Gott sei Dank. Dann ist natürlich so, wenn man so Jubiläen feiert und wenn so eine Sache schon 10 Jahre läuft, dann werden ja alle älter. Und ihr wisst ja, die werberelevante Gruppe ist ja die von 14 bis 49. Ich wollte wissen, kennt ihr jemanden im Saal, der älter ist als 49? Wer kennt jemanden, der älter ist als 49? Mal alle aufzeigen. Geht hin und tröstet die. Ja? Die sind unwichtig geworden, leider. Ja. Dann wollte ich noch kurz einen Rückblick, gehört sich ja auf die letzten 12 Monate, was wir alles hinter uns gebracht haben. Die Schweinegrippe haben wir hinter uns gebracht mit dem Niesen. Gesundheitsreform ist noch im Machen. Der Rösler, muss ich ja sagen, der muss ja so eine Frustrationsschwelle haben. Bis der mal umfällt, unglaublich, ne? Immer lassen die den voll vor die Pumpe flitzen, der arme Mann, ehrlich. Ja. Und dann habe ich natürlich mir aufgeschrieben, NRW verändert sich total, auch die ganze Bundesrepublik. Wir haben ja einen neuen Bundespräsidenten, jetzt will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Aber Hessen hat eine Kochshow weniger, ja? Kein Rüttgers Club mehr in Düsseldorf, dafür Kraftfutter. Was auch schade war, muss ich ja sagen, es gibt ja immer so Sachen am falschen Tag gewonnen, ne? Also Lena Meyer-Vorfelder zum Beispiel, oder wie die heißt, die den Grand Prix gewonnen hat. Am nächsten Tag tritt der Bundespräsident zurück und keiner redet über die arme Lena. Ist das nicht schrecklich? Hätte er nicht warten können, eine Woche oder zwei oder so? Nee, aus lauter Frack hatte das arme Mädchen da, also ehrlich, fand ich ganz schön. Auf den Stabmixer will ich jetzt gar nicht eingehen. Schule Schiedsrichter, der isländische Vulkan, haben wir auch schon alle vergessen. Ne? Wisst ihr noch, wie der hieß? Wie hieß der?
Sehr gut, wunderbar, hier vorne 5 Punkte extra. Und das, also für mich das Allerschlimmste im letzten Jahr, in den letzten 12 Monaten, wirklich ein einschneidendes Erlebnis für uns alle, wisst ihr alle, das war ja die Pleite von Quelle. Ja? Warum? Es gibt keine Quelle-Kataloge mehr. Wo sollen die jungen Männer die Unterhosenmänner finden? Ja? Ist das nicht unglaublich? Ich meine, ich habe ja gedacht, der Seehofer kriegt dieses Jahr den Preis, weil der hat uns ja nochmal 50 Millionen zur Verfügung gestellt, um die letzten Reste noch sozusagen zu aktivieren, aber das hat ja nichts genutzt. Das ist wirklich also nochmal an dieser Stelle dafür speziell. Aber das Wichtigste heißt es ja, dieses Jahr ist ja WM 2010. Und ich habe jetzt gehört, wir haben ja Bläser im Orchester, oder? Wo sind die Flügelhornisten, die Flügelmänner? Der junge Mann, wie heißt du mit Vornamen? Der Benjamin, der kann ja blasen, also sein Flügelhorn, aber obwohl ja in Köln offizielles Vuvuzela, also Uwe-Seeler-Verbot ist, habe ich gedacht, blas uns da einmal einen Ton auf der Vuvuzela, damit wir wissen, das ist WM. Komm. Ja, es ist WM, Schlotzland! Ah, wunderbar. Ich muss ja sagen, unsere Mannschaft, ich meine, letztes Mal sind wir Weltmeister der Herzen geworden. Egal, wie das heute Nachmittag ausgeht, wir werden auf jeden Fall Weltmeister der Herrenoberbekleidung. Also der Hansi Flick und der Jogi Löw, wenn die auf der Trainerbank sitzen, wie heißt das, Strelles oder Les Strell, diese Sachen, die haben, diese wunderbare Strickmode, zum Teil ja Kaschmir, Mischgewebe, ja, ich weiß, also unglaublich, das ist doch, der Maradona sieht doch dagegen echt scheiße aus, muss man doch sagen. War keine Frage. Und ist ja egal, wie die Spiele ausgehen, meine Freunde und ich, wir gucken natürlich gerne Fußball, haben keine Ahnung von dem Ganzen, wir freuen uns immer auf die letzte Zeit nach dem Spiel, der Trikottausch. Das ist so das Schönste überhaupt am ganzen Fußballspiel. Habt ihr gemerkt? 20 Leute fanden das auch. Da muss ich jetzt noch nachtragen, ich habe ja noch 2 Minuten Zeit. Und zwar gab es diese ganze Fußballgeschichte, hat mich unheimlich genervt letztes Jahr, weil es ja immer hieß, nee, Profifußballer, das geht ja gar nicht. Also wenn das die anderen erfahren, unter der Dusche oder so, ne? Ich meine, das hast du über alle Berufsgruppen gehört, immer wieder, dass das nicht geht. Das ist ja alles Quatsch. Aber es gibt Menschen, die haben immer noch diese Meinung. Rudi Assauer zum Beispiel, der hat ja gesagt, er hatte einen schwulen Masseur, als er bei Werder Bremen mal ein bisschen gespielt hat, hat er zudem gesagt, such dir einen neuen Job. Das ist natürlich eine total mitfühlende Art, mit so Menschen umzugehen. Der Rudi Assauer hat ja auch eine dicke Zigarre, der weiß, wo es im Leben lang geht. Aber im Blog, im Internet, habe ich da eine Meinung zu gefunden, die den Rudi Assauer unterstützt, von der Miriam. Die hat geschrieben, Schwule und Fußball, das geht einfach nicht. Ist ja Quatsch. Ne? Das hat nichts mit Diskriminierung zu tun. Als Mann kann man ja auch nicht Hebamme werden, stimmt schon mal nicht. Wenn mir eine Hand fehlt, kann ich auch kein Handwerker sein. Stimmt auch nicht, die können immer eine Rechnung schreiben. Ne? Wenn ich nicht schwindelfrei bin, kann ich nicht bergsteigen. Es gäbe noch viele Beispiele, die man hier nennen könnte. Es gibt halt von der Natur gegebene und durch Schicksal erleidete Sachen, die verhindern eine Selbstverwirklichung. Ich finde es langsam nervig, dass in Deutschland versucht wird, jeder Minderheit mit Händen und Füßen zu ihrem Recht zu verhelfen, das ihnen eigentlich keiner nimmt. Es wird nur immer so dargestellt. Ja, daraufhin schreibt Willi, auch als Antwort auf den Blog, nicht nur die Aussage ist Müll, sondern auch die Formulierung. Mehr ist nicht zu sagen. So, ihr Süßen, das zur Einstimmung. Jetzt haben wir uns ein bisschen eingeschwungen, jetzt kommen wir ja, 2010 haben wir eben schon gehört, ist ein besonderes Jahr, nicht nur, weil es das Jahr, habe ich bei Wikipedia gefunden, der Gewürznelke und des Schönbärs ist. Guckt euch um, ob ihr einen seht. Außerdem ist es das Jahr der Stille, das merkt man, wenn man Südafrika guckt. Aber es ist auch das Jahr der Jubiläen, haben wir schon gehört. Die Stadt Limburg wird 1100 Jahre alt, wir sind Gott sei Dank noch nicht so alt. 10. Kompassnadel, 15 Jahre Herzenslust und 25 Jahre AIDS-Hilfe. 15 Jahre Herzenslust, das ist für mich auch sehr wichtig, weil ich bin ja auch Role Model. Das hat jetzt auch mit meinem Äußeren zu tun, weil ich gut rumrollen kann. Aber es hat natürlich auch mit der Präventionsarbeit zu tun, die immer wieder geleistet wird hier im ganzen Land. Deshalb bitte ich jetzt mal die Leute, alle Menschen, die als Herzenslustaktivisten aktiv sind, stellvertretend hier auf der Bühne, das Fairplay-Team von Herzenslust und die Role Models von der Kampagne Ich weiß, was ich tue. Kommt doch mal gerade auf die Bühne mit einem Applaus von euch. Und möglichst zackig!